90er Jahren. Da gab es schon die Statistiken, Deutschland droht ein Nachfolgedesaster, weil 60.000 Unternehmer gehen in den nächsten 10 Jahren in Rente oder sterben. Diese Welle schieben wir ja seit Ewigkeiten vor uns her. Man muss dazu aber auch sagen, dass wir heute im Vergleich zu vor 25 Jahren wahrscheinlich auch 5-mal so viele Private Equity Deals pro Jahr machen. Also die Branche ist ja auch explodiert, ne? Und ist Teil der Lösung aus meiner Sicht. Jetzt wird es nochmal verschärft, weil immer weniger überhaupt Familiennachfolge stattfindet. Die junge Generation weigert sich ja fast kategorisch, in die Fußstapfen der Eltern zu treten. Und ich finde es auch richtig, weil man hat ja vermutlich nur ein Leben. Und in diesem Leben wollen doch diejenigen, die wirklich unternehmerisch geprägt sind, ihr eigenes Ding machen. Und wollen nicht das, was die Eltern aufgebaut haben, dann verwalten und auch noch den Eltern wahrscheinlich Rechenschaft dafür ablegen. We'll be right back.